Das Oberliga-Match ECC Preußen-Berlin gegen die Rostock Piranhas wird präsentiert von Herrn Ralf Brüning. ECC Preußen-Berlin, ein Team! Dass der Zusammenhalt das Wichtigste ist im Mannschaftssport, das wissen schon die Kleinsten. Auch bei den großen Jungs vom ECC Preußen-Berlin wird es auf mannschaftliche Geschlossenheit ankommen, wenn es gegen die Rostock Piranhas geht. Die stehen in der Tabelle zurzeit zwar nur auf dem vorletzten Platz, haben sich unter ihrem neuen Trainer Ken Latta aber einiges vorgenommen. Und auf Berliner Seite? Da hofft Coach Lenny Soccio, die vielen Verletzten mit Teamgeist wettzumachen. Wir haben leider viele Ausfälle, das war das große Problem. Viele verletzt langfristig und ein paar krank. Wir haben das Beste rausgemacht, wir haben aber gut trainiert, so wie jede Woche, und arbeiten dran. Wir wissen, das ist das Problem, wir selber unter Druck. Wir wissen, dass es mehr oder weniger ein Flickzieg, wenn wir weiterkommen möchten. Aber darf man nicht zu viel Druck auf die Mannschaft, dann spielen sie eingehemmt und ein bisschen nervös. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach gutes Eishockey spielen und am Ende die 3 Punkte. Doch der Druck ist dem Team von Beginn an anzumerken. Bis zur blauen Linie ist das Spiel der Preußen gefällig. Doch im Abschluss wirken die Berliner gehemmt. Die einzige nennenswerte Chance in der Anfangsphase vergibt hier Nico Jentsch. In der 9. Minute sind es dann die Rostocker, die mit einem ihrer ersten gefährlichen Konter in Führung gehen. Etwas glücklich kommt Yannick Striepeke hier an die Scheibe und netzt ein zur 1-0-Führung für die Gäste. In der Folge erhöhen die Preußen den Druck und kommen zunehmend zu Chancen, scheitern aber immer wieder an der eigenen Abschlussschwäche. Wie hier Josh Rabani, der vor dem leeren Tor nur das Außennetz trifft. Im zweiten Drittel finden die Preußen besser zu ihrem Spiel. Erspielen sich Chancen im Minutentakt. In der 9. Minute schnappt sich dann Julian van Leyden den Puck im eigenen Drittel und schiebt zum 1:1 Ausgleich ein. Jetzt liegt die Führung für die Preußen in der Luft. Doch mitten in der Druckphase der Berliner plötzlich die erneute Führung der Gäste. Und wieder ist es Yannick Striepeke, der die Scheibe über die Linie drückt. Für den holländischen Nationalspieler Julian van Leyden auch eine Folge mangelnder Konsequenz. 55 Minuten Eishockey spielen reicht nicht. 60 Minuten konsequent, konzentriert Eishockey spielen und dann gewinnt man Spiele. Wenn man kurz nicht aufpasst, geht es im Eishockey ganz schnell, dass man die Gegentore bekommt. Und das ist heute passiert. Im Schlussdrittel wird es ein reines Kampfspiel. Die Preußen versuchen alles, sind aber nach wie vor zu harmlos vor dem gegnerischen Tor. Können sogar von Glück sprechen, dass die Rostocker nicht noch erhöhen. Wie bei diesem Pfostenschuss von Thomas Kurka. Am Ende nutzt auch die Schlussoffensive nicht mehr. Der ECC Preußen Berlin verliert 1:2. Gegen die Piranhas aus Rostock. Für Kapitän Max Janke auch ein Ergebnis mangelnder Aggressivität. Klar, man muss gleich ein Zeichen setzen, gerade zu Hause, den Körper ins Spiel bringen. Und das haben wir heute wieder verpasst. Und ja, Powerplay, wir müssen einfach mehr Schüsse zum Tor bringen. Das ist uns wieder nicht gelungen. Und nur wenn man aufs Tor schießt, kann auch irgendwie ein Tor entstehen. Und da muss halt auch jemand vorm Tor sein, der da knallhart ist. Da kann man nur sagen, Mund abputzen, weitermachen. Das nächste Spiel in der Glocke ist dann das Stadtderby gegen FAS Berlin am 2. Dezember. Das Oberliga-Match ECC Preußen Berlin gegen die Rostock Piranhas wurde präsentiert von Herrn Ralf Brüning.